Es gab einen kleinen Jungen und er wusste, dass er dazu bestimmt war, ein großer Krieger zu werden. Aber keiner glaubte ihm. Nicht einmal seine beste Freundin. Warum trägst du dein Pyjama in der Öffentlichkeit? Zum letzten Mal. Das ist kein Pyjama. Verstanden? Ich bin nämlich ein echter Samurai-Krieger. Es gibt nur mich. Und der kleine Junge und seine beste Freundin wurden erwachsen. Und sie lebten sich auseinander. Und wie das Leben manchmal so spielt, verloren sie sich aus den Augen. Aber viele Jahre später führte sie die Vorsehung wieder zusammen. Sie schafft es. Sind Sie ein Verwandter? Ich kümmere mich um Sie. Wie lautet Ihr Name? Joe. Joe Bradford. Joe? Joe Bradford? Und das hier ist meine gute Freundin aus meiner Kindheit, Miss Sam. Heißt sie willkommen. Hallo, Miss Sam! Hallo. Wie viele von euch müssen ohne Vater aufwachsen? Wie schaffst du das alles, Joe? Es geschieht Erstaunliches, wenn man einfach fragt. Meine Nachbarin Denise kam auf diese Idee und ich bin einfach ein kleiner Teil davon. Joe, was ist los mit dir? Meine beiden Nieren funktionieren seit ein paar Jahren nicht mehr. Dann bin ich quasi aus dem Knast ins Ghetto abgerutscht. Joe, mein Ehemann wurde in deiner Nachbarschaft ermordet. Als ich im Ghetto war, habe ich einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung von Billys Mörder gepasst hat. Sein Name ist Anthony Jones. Ich dachte, ich hätte den Mann gefunden, der meinen Mann auf dem Gewissen hat. Aber ich lag auch schon einige Male falsch. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass es keine Sackgasse gibt, solange du erkennen kannst, was vor dir liegt. Ich bin Dr. Reeves. Ich wollte Sie wegen Mr. Bradford informieren. Wenn er nicht bald eine Ersatzniere bekommt, befürchte ich, dass er sterben könnte.